Ist das die Villa? Oh, Tom. I'm coming for you. Nach den zweiten Ohren. Oh, da ist ja der Ausgang. Jetzt wird mir ein Stein von Herzen. Alleine hätte ich es niemals geschafft. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Oh, ist bestimmt ein Pokéball. Möchte ich da hin? Ganz langsam, ganz langsam. Mit dem Stolperstein. Ich muss sperren. Ja, ich möchte gerne alles pflücken. Natürlich auch wieder nachpflanzen. Ich bin ja nicht so. Auch wieder eine Cinerare. Nein, ich möchte noch nicht gießen. Ich möchte erstmal alles pflücken und dann gießen. Einfach so schnell. Eine andere Idee. Erstmal das ganze Neugedünste wegmachen. Nur 60. Der Toiler. So ungewohnt, dass die TMZ wieder verschwinden. Oder das hier machen. Registrieren. Nummer 1 und Nummer 2. So. Dann gehen wir jetzt wieder ganz in Ruhe zurück. Ich wusste, es gibt hier Medizas auf Route 205. Okay, aber nee, da unten war noch Trainer auf uns. Wassertrainer, okay, dann einmal Pokémon. Lass ich raten, ich hab schon oft verpasst, wo man den ersten Engelschirm bekommt. Ne? No Engelschirm. Ganz entspannt angeln. So etwas mögen Erwachsene. Da habe ich mir wohl einen energiegeladenen Trainer geangelt. Oh, man ist einmal Sport. Goldini, Goldini, Goldini. Dein Goldini segnet jetzt das Zeitwasser. Mit Funkensprung. Ein großer Sieg ist mir vom Haken gesprungen. Ich möchte aber eigentlich auch gerne das Manaphy noch Lüfte vor mir die Arena machen. Gar nichts weiß an. Ich glaube, ich könnte eine Pause gebrauchen. Bist du der legendäre Carpador-Trainer? Ich glaube ja. Wir haben den legendären Carpador-Trainer gefunden. So,
Funkensprung. Es gibt nicht viele Erfahrungspunkte. Aber dafür geht's schnell. Das ist ein legendärer Herpador. Ich hab Angst, jetzt mittlerweile wieder den Twitch-Chat einzublenden, bis ich dann Angst habe, dass OPS wieder komplett faxen macht, jetzt wo es einigermaßen wieder läuft. Von 1% ausgelassene Frames auf 0,6, yay! Es geht runter. Pass auf, jetzt habe ich OPS gelobt, gleich macht das wieder faxen hier bei mir. Ich hätte wohl etwas ernster bei der Sache sein sollen. Ja, hättest du. Ich habe mir ein paar starke Pokémon geangelt. Komm, lass uns kämpfen. Lass mich raten. Carpador, 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 Carpador. Carpador. Goldini, Goldini, Goldini. Vielleicht holt er sein Garados raus. Bitte? Ich würde sein Garados raus, da ist sogar schwarz. Da wird uns schwarz vor Augen. Und ich verliere Pokédollar. Na, ja, nur ein Kapitel. Wo ist die Herausforderung? Level 10, komm, ich bin 10 Level über dir. Bei selbst geschuldet. Mit den OP-Teilern. Ich mach hier Trainerkampf mit. Ich möchte auch den Pokédex komplementieren, also komme ich nicht drum rum. Wir sind in Ewigenau. So ein Pfad mit dem Fahrer kann wunderbar erfrischend sein, findest du nicht auch? Hey du, ja du da Trainer. Du siehst ja stark aus. Dich lasse ich lieber in Ruhe. Ich meine, du darfst deine Pokémon behalten. Okay. Jetzt wird erstmal wieder erkundet. Hallo junger Trainer, welche Pokémon hast du denn dabei? Mit dieser App für den Pokédex kannst du sehen, wie sehr dich deine Pokémon mögen. Zutraulichkeitsstatus, nice. Oh, das kann ich ja auch wieder einblenden, ne? Komm, machen wir mal wieder die Uhrzeit, ne? In letzter Zeit hat Team Galactic ganz schön viele Leute ihre Pokémon geklaut. Auch mir. Jemand sollte der Sache mal nachgehen, aber Team Galactic ist mir einfach nicht geheuer. Ich hoffe, sie tun meinen armen Pokémon nichts an. Wir werden die Zeit der Arena erstmal meiden. Ich möchte tatsächlich... Hat sich erledigt. Oh.
Es schlüpft. Ein Manaphy ist aus dem Ei geschlüpft. Ja. Manaphy, das Seefahrer-Pokémon, Typ Wasser, schwimmende bewältigt es große Distanzen, um an den kalten Meeresgrund zurückzukehren, auf dem es geboren wurde. Du willst doch nicht von mir weg. Wende ein Beleber auf ein kampfunfähiges Pokémon an, um es wieder fit zu machen. Mein Manaphy ist gestopft. Nee, ich schaue mich erstmal wirklich hier um. Oh, das ist doch ein Pokédex. Du bist bestimmt Professor Eibe aus, oder? Wie heißt du denn? Zur Hunter 96 also, das merke ich mir. Mein Name ist Cynthia und ich bin ebenfalls ein Pokémon-Trainer. In letzter Zeit studiere ich die Mythologie der Pokémon, einfach aus Interesse daran. Hier in Ewigenau steht die Statue eines altertümlichen Pokémon. Man sagt, es sei ein extrem mächtiges Pokémon gewesen. Wer weiß, vielleicht begegnest du auf deinen Reisen ja auch so ein Pokémon, wer weiß? Spoiler Alert. Ach ja, probiere die hier mal aus. Ich bin mir sicher, dass sie dir nützlich sein werden. PM390. Setzt du Zerschneider über die App VM-Attacken ein, kannst du kleinere Bäume beseitigen, die dir den Weg versperren. Wenn du mit deinem Pocket-Zerschneider einsetzt, gelangst du an Orten, die du vorher nicht erreichen konntest, wie zum Beispiel hier in diesem Gebäude hier. Aber naja, das ist wichtig, um dein Pokédex mit Einträgen zu finden, denkst du nicht auch? Viel Glück auf deiner Reise, Trainer. Noch habt ihr schon Frist, Team Galactic. Noch habt ihr schon Frist. Ich schaue mich immer erstmal um in der Stadt, bevor wir die Arena machen. Kräutermedizin ist erstaunlich wirkungsvoll, schmeckt aber sehr bitter. Pokémon mögen sie daher nicht so gern. Jemand sollte Kräutermedizin erfinden, die nicht bitter schmeckt. Das wäre ein echter Durchbrecher. In die Pokémon-Statue ist eine Inschrift eingemeißelt. Geburt von dir, am Beginn der Zeit, lacht oder weint, Fluss der Zeit, konstant, Segen von dir. Der Text ist kaum lesbar und an manchen Stellen ganz verschwunden. Angeblich stellt diese Statue ein Pokémon dar, das vor langer, langer Zeit gelebt hat. Hey du, weg da von der Pokémon-Statue. Team Galactic führt hier eine offizielle Untersuchung durch. Die Belle, wo bist du, wenn man dich mal braucht? Ewigenau wurde zu Ehren eines altertümlichen Pokémon erbaut. Vieles hat sich seitdem geändert, aber das Wichtigste blieb stets erhalten. Ich hoffe, das wird auch weiterhin so sein. Hast du die Pokémon-Statue gesehen? Als ich ein Kind war, stellte sie den Mittelpunkt vieler Feste dar. Okidoki. Okay, da geht's schon weiter. Oder 211. Okay, da wollen wir ja noch nicht hin. Dieses Gebäude mache ich tatsächlich wirklich zum Stutz hier. Nachdem wir den Orden geholt haben. Hast du unser Gebäude schon gesehen? Wir von Team Galactic sind so stinkreich, dass wir sowas bauen können, wann immer wir wollen. Mein Freund sagt, Team Galactic hätte ihm sein Lieblings-Pokémon gestohlen. Aber ob das wirklich stimmt? Die Mitglieder von Team Galactic sehen doch so cool aus. Ich weiß nicht. Die sind gemein. Auch Verrat. Man sagt, das hier sei eine uralte Stadt, aber so wirkt sie gar nicht, oder? Sieh dir nur all diese hohen Gebäude an. Fahrradladen, ich bin mein Fahrrad.
Der Manager ist vorhin zum Gebäude von die Galaktik gegangen. Aber er ist immer noch nicht zurück. Was hält ihn nur so lange auf? Lass mich raten, ich darf mir die Farbe nicht aussuchen. Was? Ich weiß schon, ich bin schon beim privaten Account schon ein bisschen weiter. Wie genau ist auch nicht mehr das, was es früher einmal war. Seit Team Galactic dieses Gebäude errichtet hat, ist die Atmosphäre hier ziemlich angespannt. Man weiß ja nicht mal, was sie da überhaupt treiben. Okay. Das wird jetzt eine lange Redezeit. Hi, ich bin der Hausverwalter und halte hier 24/7 wachsam die Augen offen. Hallo, hallo, ich bin ein Namensbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Nö. Entschuldige, hast du einen Pokémon namens Bammelin? Willst du es vielleicht gegen meinen Plaudergeist tauschen? Ja, komm. Bammelin kann ich mir ja nochmal fangen. Plauper. Für Plaudergeil wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Plaudergeil, das Musiknoten-Pokémon, Typ Normalflug. Es kann die menschliche Sprache nachahmen. Sammeln sich mehrere an einem Ort, lernen sie alle dieselben Wörter. Ja Wahnsinn, ein Bammelin, ich werde ganz, ganz lieb zu ihm sein. Kümmere dich bitte auch gut um mein Plaudergeil. Natürlich. Habitat sogar unbekannt. Nein. Nachts nur unbekannt. Blöger hätten wir wirklich ziemlich spät erst bekommen. Wie sieht es mit Bammelin aus? Kann man es hier nochmal irgendwo in der Nähe fangen? Hier oben nochmal. Kann ich mal ausprobieren, ja nochmal fangen. Aber ein Eintrag mehr ist ein Eintrag mehr, ne? Unsere Arenaleiterin Silvana geht manchmal in den Ewigwald. Ich frage mich, was sie dort macht. Diese TMs habe ich jetzt schon so lange. Ehrlich gesagt brauche ich sie nicht mehr. Hier, hoffentlich kannst du mehr damit anfangen als ich. Aufbereitung, okay. Ja, auf einmal ist der. Erinnert mich an eine Mario-Woche. Ich habe viele Sticker gesammelt, mit denen ich nun meine Pokébälle beklebe. Bald kann ich mich der Herausforderung der Superwettbewerbsshow in Herzofen stellen. In der Untergrundhöhe liegen schimmernde Steine auf dem Boden herum. Arena-Orden sammeln, Wettbewerbe gewinnen. Es gibt verschiedene Wege, ein Sieger zu sein. Ich hoffe, du findest etwas, worin du der strahlende Gewinner sein kannst. Das ist der Hammer. Ich habe ein Like für meine Geheimbasis erhalten. Share ich jetzt mal auf Twitter. Ich habe ein Like bekommen. Hashtag Geheimbasis. Hashtag Pokémon strahlender Diamant. Hashtag Twitch. Hashtag Livestream heute. So, dann hole ich mir ein bisschen Vorrat an Pokébälle wieder, ne? Hab ja die Hälfte verschwendet. Puh, in Ewigwald habe ich ganz schön in der Klemme gesteckt. Von jetzt an nehme ich immer und überall ein Fluchtseil mit. Das ist sicherer. Wie kann man sich in Ewigwald bitte schön feststecken? Je mehr Orden du sammelst, desto mehr Items haben die Pokémon-Supermärkte für dich im Angebot. Okay, das ist nichts Neues. Ich möchte gerne etwas kaufen. Da brauche ich neue
Ja, nicht gleich so viel. Obwohl, wollen wir 60, dann haben wir genau 100. Dann haben wir erstmal Vorrat ohne Ende. So, mit dem Rest holen wir uns noch ein paar Supertränke. So. Okay, mit dir habe ich schon geredet, ne? Ich meine, ja. Wenn du Ewigenau besuchst, musst du einfach mit dem Fahrrad den Radweg entlang fahren. Mit dem Erkundungsset die Untergrundhöhlen zu erforschen, macht total Spaß, nicht wahr? Das sehen wir ja gleich. Okay, hier ist er. Okay. Zweiter Orden, hier kommen wir. Howdy, zukünftiger Champ. Zugegeben, so habe ich den Jungen, der vorhin hier reingestürmt ist, auch genannt Barry. Unsere Arenaleiterin Sylvana setzt Pokémon von Typ Pflanze ein. Wie du sicher weißt, haben Pflanzen-Pokémon eine Abneigung gegen den Typ Feuer. Bevor du loslegst, gebe ich dir doch einen guten Rat mit auf den Weg. Du kannst die Arenaleiterin erst herausfordern, wenn du die anderen Trainer, die sich in der Arena verstecken, besiegt hast. Es wird nicht einfach sein, aber sie ist als gutes Training für deine Pokémon und gibt alles. Bevor du gegen mich, die Arenaleiterin, antreten darfst, musst du erst gegen die Trainer kämpfen, die sich hier in meiner Arena verstecken. Ich warte weiter hinten auf dich. Viel Glück. Das hat er mir gerade schon gesagt.